Wetter ist zwar scheiße, aber es starten 105 Ballone. Dann ist das Maniere der Kategorie, der Pilot und 17 weitere Fahrgäste. Der erste Ballon, nicht unser erster Ballon. Der erste Ballon, der hier aufsteigt, so hat er den internationalen Motorgarde zu 25. Und dann dürfte er noch ein bisschen länger aufbleiben. Und noch jetzt, da wir den Ohr noch ein bisschen festhalten. Da ist er dahinter. Und der Abspieler mit der Nummer 100 geht jetzt nach oben. Die größte Hülle, die Sie heute hier am Himmel sehen, mit 11.000 Kubikmeter Luft. Also der Ballon liegt jetzt auf der Wiese, die Zuschauer sind da, das Brandenburger Tor ist auch hier. Da ist er, der Ballon, in voller Pracht. Und hier hinten noch ganz viele andere. Jo. Feuerwehr! Ja, jetzt ist der zweite Samstag, also auch der letzte Tag. Ja, heute gibt es nochmal Feuerwerk und natürlich Ballonstarts, wenn das Wetter mitspielt. Und ja, ich würde sagen, wir legen los und ich hole jetzt noch zwei Leute ab. Und dann sehen wir uns irgendwo auf der Fahrt wieder. Bis gleich. So, beim ersten sind wir jetzt angekommen und der macht die Tür auf. Kiki! Ich muss jetzt mal nochmal laufen. Warum? Weil wir im Bot. Ah. Und ja, gut. Ja, ja, geh auf Bot. Gut, weg ist er. Wir fahren. Yay! Kiki! Was geht? So, wir fahren jetzt als nächstes, würde ich vorschlagen, den Ballon abholen, oder? Knallgas, oder? Genau. Also, bis gleich. Und hier ist unsere Abbiegespur. Wir müssen langsam werden. So, Warsteiner. Alter, was ist denn das? Touristen. Immer diese Touristen. Lächerlich. So, jetzt müssen wir hier rein. Diese ganzen Menschen, das ist heftig. Hier stehen die schon achtfach. Und da hinten, Alter, guck mal, von hier. Hier kann man das gut sehen, warte.
Oh, ich habe eben schon einmal noch eine Information gekriegt von der Werder Trippler. Diese ganzen Autos. Das hat der Boden regnen konnte. Und damit wir mich am Ende und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Sendung, hoffentlich 2016. Dankeschön. Jetzt heftig ab. Die nächsten erheben sich. Jetzt geht's hier auch ab. Respekt an Pyrotrend. Richtig. Oh. So.
So Leute, das war jetzt die WIM 2015. Ja, und nochmal Respekt an Pyrotrend. Die haben wirklich zwei oder insgesamt vier richtig geile Feuerwerke gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video.